So, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Sergeant Pau hier im Start. Ja, Freunde. Freunde des guten Geschmacks. Lego Star Wars DEDM, das erwachende Macht, Video Nummer 47. Und ja, bevor wir loslegen, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr mich mit einem kostenlosen Abo unterstützen wollt, dann einfach den Abo-Knopf betätigen. Schon seit der Power Armee. Dann noch die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn es bei euch klingelt, dann wisst ihr ganz genau. Sergeant Power ist am Start. Sergeant Power hat ein Video hochgeladen. Sergeant Power ist lost im Game. Und wenn ihr mal in einem Livestream dabei sein wollt, dann auf www.twitch.tv/xsdgdxpower oder den Link in der Videobeschreibung nutzen. Und wenn jemand ein Trinkgeld da lassen möchte, dann auf www.paypal.me/xsdgdxpower oder auch da den Link in der Videobeschreibung nutzen. Ja, meine Freunde, Lego Star Wars, das erwachende Macht. Wir machen weiter. Wir wollen das Spiel noch vor meinem Umzug zu Ende bringen. Ja, und ich fange jetzt schon wieder verspätet an. Der Grund dafür ist natürlich auch die Weltmeisterschaft, wo ich ab jeden Mittag anschaue. Ja, und da würde ich sagen, was müssen wir noch machen? Wir müssen noch ein bisschen was tun, um das Spiel zu beenden. So, aber bevor wir noch ein paar Sachen hier einsammeln auf dem Planeten, machen wir erst noch ein Level, würde ich sagen. Auf 100%. Und zwar habe ich mich entschieden hier. Kerok, der rote Räuber. Uns fehlen in diesem Level lediglich noch 5 Minikits, die wir uns jetzt einverleiben werden, die wir uns jetzt sammeln werden. So, gehen wir rein. Natürlich freies Spiel. Ist klar. So. Gibt es nur einen Abschnitt? Die Landestelle. Gehen wir rein. So, wir nehmen wieder unseren Lieblingsbösewicht, wenn wir ihn gleich finden. Genau, unseren Darth Vader. So, gut. Gehen wir rein. Ziehen wir es durch. Kriegen wir erstmal wieder Sound auf die Buchsen. Mit meiner Big Boss Tasse. Ja, Freunde. Warum lass mich überspringen die Schrift? Warum haben wir noch den Schmutz? Ja, jetzt können wir überspringen. Gut, das überspringen wir auch. So, die Landestelle. Wir müssen natürlich gucken, was wir ja alles einsammeln können. Ah. Boom. Okay. Okay. Das natürlich auch. Sehr schön. So. Wenn es schon so leuchtet. Okay. Jawohl, wir haben schon eins. Nice. Gut. So. Der macht das nicht auf, aber wir haben hier oben auch noch was. Da brauche ich jetzt einen mit Schnellfeuer. Wer war das nochmal, der die goldenen? Ah, das war das hier, so ein roter hier. Lego-Haken, ja, silberne, goldene Legos.
Genau. Okay. Leider nicht. So, dann brauchen wir jetzt einen, der hier Lego-Haken ziehen kann. Genau. Machen wir auf das Ding hier. Gut, kommt auch was, irgendwas raus. So. Okay. Okay, da brauchen wir wieder Schnellfeuer. Ja, so ist es halt, wenn man alles einsammeln muss. Aber ja, das Spiel macht halt auf jeden Fall auch so viele Jahre später macht das Spiel immer noch Spaß. Wie eigentlich alle Lego-Spiele. Okay, hier muss ich wieder am Lego-Haken ziehen. Immer das hin und her wechseln. So. Gut. So. Machen wir erst das. Genau. Muss ja gemacht werden. Sterben, Junge. Okay. Ah, genau, was kaputt, gut. Da geht auch futsch. Und das war's denn hier. Gut, dann machen wir den. Bums. Okay. Bum hat's gemacht. Ja. War schon wieder 10 Minuten dabei. So. Gab's noch was zum Bauen? Shit.
Ich hoffe, dass wir nicht noch mal rein müssen. Aber gut, ich konnte es nochmal auseinandernehmen. Ich will auch den hier bauen. So, alle drei Auswahl. Hat sich gelohnt für die Münzen. Jetzt können wir da rein. Gut. Brauche ich einen Deichsverein? Irgendeiner aus der ersten Ordnung. Ah, ja, machen wir das so. Wunderbar. Wunderbar. Ui, da kommt das Minikit. Bang. So, unser siebtes Minikit. Fehlen noch drei. Eins haben wir hier hinten, genau. So, fehlen noch zwei. So, jetzt schießen wir mal ein bisschen hier. Sehr schön. Okay. Ich hasse es. Der eine oder andere fragt sich bestimmt, warum zerschießt der alles? Tja, wer weiß, wo was rauskommt. Hier gibt es nichts mehr. Ist auch eins. Komme ich aber aktuell nicht hin. Muss nämlich hier runter.
Okay. Okay. So, wie viel können wir da noch aufbauen? Geht da nochmal eins? Gehen nur die zwei Sachen, okay. Nur die zwei Sachen gehen hier. Aber gut. So. Genau, somit kommt er auch rüber. So, okay. Genau, mach mal auf hier. Wunderbar. So. Aber wir haben eine stolze Summe zusammengesammelt hier. Okay, jetzt brauchen wir einen kleinen. Einen kleinen Fuzzi brauchen wir jetzt. Irgendwas Kleines, ein Ewok oder so, oder ja, BB-8 geht auch, da brauchen wir nicht lang rumsuchen. Genau. Ja, somit haben wir auch ein Blatt gemacht. Von dreien. Aber die haben wir ja, glaube ich, alle schon. So. Sollte auch anders sein. Okay, gut. Genau, jetzt kommt der nämlich dran. So, aber der ist jetzt uns erstmal egal, denn wir wollen hier erstmal einsammeln. So, das heißt, wir müssen da irgendwie hochkommen, das irgendwie runterholen. Au, 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 au! Den kriegen wir aktuell nicht. Okay. Wir sammeln erstmal. Na, ups. Nummer 9. Eins fehlt uns dann noch. Gut. Das eine ist es, was da oben noch ist. Aber wir nehmen uns natürlich noch ein paar Goodies mit an Münzen. An das Dats.
Schön. Ja, mal auf den Sack da oben jetzt. Gut. So, jetzt müssen wir hier hoch, genau. So, gut. Und jetzt holen wir uns das letzte Minikit, meine Freunde. Yay! Höre, Junge. Wir sterben. Gut, wir haben das letzte Minikit eingesammelt. Das ist doch schon mal gut, wenn wir das Level verlassen. Brauchen wir gar nicht zu Ende spielen. Wir kriegen einen Haufen Stats, wir kriegen die Minikits. Passt, meine Freunde, passt. So. Genau. Her mit den Stats. Her mit dem Zeich. Roten Stein haben wir ja schon, das wissen wir doch. So. Der rote Räuber. Minikit freigeschaltet. Jawohl. Zack. 6, 7, 8, 9 und 10. Und damit auch ein weiterer goldener Stein. So, kriegen wir Imperial Turbo TIE Fighter und einen Microfighter mit dazu. Ja, schön sieht es doch aus, dass wir das jetzt auch haben. So, da müssen wir nur gucken. Können wir irgendwas kaufen? Haben wir Charaktere frei, die wir kaufen können? Oder müssen wir die so auf dem letzten Planeten noch sammeln? Oder auf den letzten zwei Planeten? Gucken wir mal, ha? So. Ups. So. Na, die müssen wir irgendwo auf dem Planeten finden und kaufen. Da war ja was. Ja, gut, schön. Wir haben das letzte Minikit gesammelt. Das gefällt mir. So, somit haben wir Kerog auch auf 100%. Das ist doch wunderbar. Ja, meine Freunde, das heißt, nun sind wir auch wieder am Ende dieses Videos angelangt. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann auf jeden Fall Daumen nach oben da lassen. Würde mich sehr freuen. Wenn ihr mich mit einem kostenlosen Abo unterstützen wollt, dann einfach den Abo-Knopf betätigen. Schon seid ihr in der Power Army. Dann noch die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn es bei euch klingelt, dann wisst ihr ganz genau, Sergeant Power ist am Start. Sergeant Power hat ein Video hochgeladen. Sergeant Power ist lost im Game. Und wenn ihr mal im Livestream dabei sein wollt, dann auf www.twitch.tv/xsdgdxpower oder den Link in der Videobeschreibung nutzen. Und wenn jemand ein Trinkgeld da lassen möchte, dann auf www.paypal.me/xsdgdxpower oder auch da den Link in der Videobeschreibung nutzen. Ja, meine Freunde, jetzt bleibt mir nichts mehr zu sagen, außer... Lasst euch nicht ärgern, nicht von dem ganzen Beißen, wenn ihr schlafen geht. Lasst die Hände über der Bette gehen. Spielt nicht an euch selbst rum. Lasst euren Partner, Partnerin machen. Alles andere ist ökelhaft. Ich bin dann raus. Wir sehen uns im nächsten Video, im nächsten Livestream wieder. Macht's gut und bis dann. Ciao, ciao.